Metal-Lole, Servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Heute habe ich ein paar neue Sachen vor, und zwar, ich möchte zum einen mal mit euch ein bisschen sprechen über das Thema Challenges. Ihr habt schon gemerkt, es kam in der letzten Zeit so extrem wenig Videos allgemein. Und das Challenges war ja schon seit Monaten geplant, dass es endlich mal kommt. Und das Problem an Challenges-Format war, dass ich nicht wusste, wie ich es umsetzen soll. Am ersten Mal war es kein Problem, da hatte ich die Bilder, konnte ein bisschen was zu den Bildern sagen und hatte dann auch zusätzlich die Möglichkeit, das Poster zu verschicken, was auch noch die Auslosung zur Folge hatte. Jetzt, dieses Mal, möchte ich von euch mehrere Sachen. Zum einen möchte ich die Challenge vom letzten Mal Haustiere auflösen. Zum anderen möchte ich dieses Format geringfügig ändern. Und zwar möchte ich das auch so machen, dass ihr mir in Zukunft, wenn ihr mir Bilder schickt oder eventuell auch einen Videolink, das heißt, ihr könnt auch ein Video auf nicht gelistet auf eurem Kanal hochladen, falls ihr einen Kanal besitzt, könnt mir das dann per Videolink schicken. Ob man die Videos per E-Mail verschicken kann, weiß ich nicht. Habe ich nie gemacht. Ich verschicke höchstens Bilder, wenn überhaupt, und das dann in meinem Video ich verwende für euch. Wichtig, hier wie bei jeder anderen Challenge oder bei jedem anderen Video mit Challenges, also bei diesem Format, werde ich euch nicht im Nachhinein zensieren. Das wäre für mich zu viel Arbeit auf die Dauer. Deswegen denkt daran, wenn ihr ein Bild schickt für eine Challenge, die nachher noch als Name kommt, was für ein Thema das haben wird, dann werdet ihr bitte euch vorher zensieren, ansonsten werde ich euch nicht im Nachhinein zensieren. Dadurch, hier nochmal gesagt, ihr erklärt euch dadurch, dass ihr mir ein Video und Bild schickt und mit dem Titel oder Namen, dass ihr das möchtet, dass ich das im Video verwende, erklärt euch damit einverstanden, schriftlich damit einverstanden, dass ich dieses Bild oder dieses Video im Video verwenden darf. Ich werde das nur im Challenges-Format verwenden. Ich denke, soweit kann man mir da vertrauen, weil ich mache ja keinen Scheiß damit. Gut, dann werde ich euch jetzt noch die Bilder zeigen von den Leuten, die ich bekommen habe. Da sind echt coole Bilder dabei mit coolen Haustieren. Denn das letzte war nämlich die Challenge Haustiere. Viel Spaß. Waren richtig coole Bilder mit dabei, vor allem der Hamster hat mir richtig cool gefallen, aber mein Hamster headbangt auch immer so unglaublich krass, dass ein ganzer Käfig quietscht dann abends, wenn ich Metal höre. Ist natürlich nur das Rädchen, aber er bewegt sich im Kreis, also Metalhead forever. Die neue Challenge wird den Namen tragen, Bekennen der Drachenlord-Fan. Funktionieren wird das Ganze wie folgt, ihr schickt an, Achtung, es hat sich geändert, diese E-Mail-Adresse, ein Bild oder den Link zu einem Video von euch, also wo ihr euch dann quasi im Video als Drachenlord-Fan outet. Oder ihr könnt auch natürlich einfach das per E-Mail schicken, falls das funktioniert, das weiß ich nicht. Dürft ihr mir quasi Bild oder Video schicken. Achtung, wenn jemand eine irgendwie Trash-Mail oder sowas verwendet, wenn irgendjemand eine, ja, so Trash-Mail-Zeug verwendet, werde ich diese Bilder nicht benutzen. Außerdem wird es dieses Mal die Regel geben, dass ich in diesem Format, weil Bekennen der Drachenlord-Fan, ich möchte, dass ihr euch nicht zensiert. Wenn ihr euch zensiert, euch steht natürlich frei, euch zu zensieren, aber wenn ihr euch zensiert, werdet ihr nicht im Video sein. Das möchte ich dazu sagen. Dazu kommt zusätzlich, dass ihr auf dem Bild oder in dem Video, in dem Video könnt ihr auch natürlich auch ein paar Sätze sagen, ihr dürft im Video natürlich auch welche grüßen, wenn ihr da ein Video machen möchtet. Aber wenn ihr Bilder macht und Video macht, möchte ich, dass ihr entweder ein Shirt tragt oder einen Becher habt oder ein Mauspad, irgendwas, was es in meinem Fanshop zu kaufen gibt. Oder natürlich auch das Posterzelt auch. Die Autogrammkarten kann man auch durchgehen lassen. Ist also euch überlassen, was ihr möchtet. Gut, dann würde ich sagen, im Großen und Ganzen war es das soweit. Und ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Viel Spaß bei der Challenge. Wann es das nächste Challenge-Video gibt, kann ich euch noch nicht sagen. Aber das liegt auch an euch. Umso mehr Bilder ich habe, umso schneller werde ich diese Challenge machen, weil ich möchte nicht zu viele Bilder verwenden. Beim nächsten Mal wird es auch bloß so laufen,
dass ich kurz Hallo sage, dann kurz die ganzen Bilder, dann die Videos und dann am Ende nochmal kurz was sage. Also die Bilder von euch, die Videos von euch und dann am Ende nochmal kurz was sage. Wenn ihr ein Video schickt, achtet bitte darauf, dass es nicht länger als eine halbe Minute wird, weil sonst wird das Video am Ende zu lang. Eine halbe Minute ist eigentlich schon fast zu viel, also möglichst kurz fassen, falls ihr ein Video machen möchtet. Hier als letzte Sache jetzt noch gesagt, bevor ich mich endgültig verabschiede, möchte ich, dass ihr in die E-Mail zusätzlich dazu schreibt, ich erlaube Drachenlord, Klammer auf, Rainer Winkler, Klammer zu, das überlasse ich euch, dieses Bild, dieses Video, je nachdem, in seinem Video zu verwenden. Also in seinem Format Challenges. Dann kann ich das nur im Challenges verwenden. Ich werde es auch nirgendwo anders verwenden. Was will ich auch damit? Jedenfalls möchte ich, dass ihr das so macht, weil dann erlaubt ihr mir quasi auf schriftlichem Weg, dass ich das verwende. Außerdem kann ich zusätzlich, wenn irgendjemand sich später hinterher umentscheidet, vorlegen, dass die Person sich vorher dafür entschieden hat. Gut, dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Und bis dahin, euer Drachenlord. Ciao.